Das israelische Militär hat seine Angriffe auf die Hamas im Gazastreifen in der vergangenen Nacht fortgesetzt. Die Streitkräfte teilten mit, Terroristen der Hamas hätten einen Tunnel an der Küste verlassen, um auf den Seeweg in den Süden Israels einzudringen. Man habe die Terroristen zurückgeschlagen und den Tunnel sowie ein Waffenlager in Gaza zerstört. Die israelische Luftwaffe griff gleichzeitig nach eigenen Angaben Ziele in Syrien an. Man habe dort militärische Infrastruktur und Granatwerfer der syrischen Armee beschossen. Und dabei habe es sich um eine Reaktion auf einen Raketenbeschuss aus Syrien vom Vortage gehandelt. Israels UN-Botschafter fordert den Rücktritt von Generalsekretär Guterres. Der Grund ist die Debatte im Weltsicherheitsrat. Guterres hatte unter anderem von jahrzehntelanger Unterdrückung der Palästinenser durch Israel gesprochen und beide Seiten heftig kritisiert. Die Hamas wegen des Terrorangriffs vom 7. Oktober und weil sie Zivilisten als Schutzschilde benutze. Israel dann wegen der Bombardierung des Gazastreifens und der erzwungenen Evakuierung der Palästinenser kritisiert. Israels UN-Botschafter sprach anschließend von Verleumdung. Und der israelische Außenminister Cohen sagte daraufhin auch ein geplantes Treffen mit dem Portugiesen ab. Zuvor hatte Cohen die Forderung nach einem Waffenstillstand für den Gazastreifen zurückgewiesen. Das wollen wir einordnen. Zugeschaltet aus Tel Aviv, Christine Kensche, Ibrahim Naber für uns in Beirut. Guten Morgen, Christine. Zunächst zu dieser Äußerung von UN-Generalsekretär Guterres. Wie sind die Reaktionen darauf in Israel? Also hier ist man absolut entsetzt über diese Unverschämtheit, Beleidigung und Empathielosigkeit von Guterres. Also man muss das wirklich mal in den Kontext rücken. Israel ist ein Land von 10 Millionen Einwohnern, ja? Und es hat jetzt schon mehr als 1400 Opfer, die meistens Zivilisten, hier brutal abgeschlachtet, vergewaltigt, gefoltert wurden. Es gibt über 200 Geiseln, die in der Gewalt der Hamas sind. Das Ganze ist gerade 2 Wochen her, dass der Angriff begann. Hier sind Leute immer noch auf Beerdigungen, gibt es nicht genug Helfer, die die Gräber ausgraben können. Und dann stellt sich Guterres hin und sagt, sowas kommt von sowas, um das jetzt mal zu paraphrasieren. Also hier ist das Entsetzen enorm groß. Man muss sich einfach mal vorstellen, dass nach dem 11. September sich jemand hingestellt hätte und gesagt hätte, naja gut, USA, was müsst ihr auch immer im Nahen Osten mitmischen, dann bleiben solche Konsequenzen natürlich nicht aus. Also so wird das hier empfunden und die Menschen sind entsetzt über das Ausmaß an Empathielosigkeit, was ihnen ja aus aller Welt in diesen Tagen entgegenschlägt. Also hier wird ganz genau beobachtet, dass Zeitungen wie die New York Times oder CNN Falschmeldungen rausgeben, Hamas-Propaganda ungeprüft auf ihre Titelseiten hiefen, dass Menschen rund um die Welt mehr mit den Palästinensern leiden, die auch sehr leiden, auf jeden Fall. Aber dieser Angriff begann auf Israel und dass das hier mit solcher Gleichgültigkeit beziehungsweise dann auch noch mit Schuldzuweisungen reagiert wird, das sorgt hier für große Wut und Trauer. Christine, laut israelischen Angaben sollen ja Hamas-Terroristen versucht haben, erneut Israel zu attackieren und diesmal vom Seewege aus. Das hat das israelische Militär am Morgen mitgeteilt. Welche genaueren Informationen hast du dazu? Also das ist jetzt gar nicht so neu, nur angesichts der Nachrichtenlage kann darüber ja kaum noch berichtet werden. Also auch das wird hier ständig versucht über See und am Anfang auch noch über Land mit diesen Gleitern. Versuchen Hamas-Terroristen hier ständig zu infiltrieren, auch vom Norden aus. In der letzten Nacht ist das wieder über Boote geschehen das konnte zum Glück beobachtet werden. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die nicht vom Strand aus oder vom Hafen aus ins Boot steigen, sondern dass es auch Tunnel gibt, die so weit zum Meer führen quasi, dass das ganz schwer zu beobachten ist aus der Luft raus. Und nun wurde gestern Abend hier in schon geräumten Gemeinden am Gazastreifen und an diesen Stränden, wo die Hamas schon zuvor landete, Alarm ausgelöst. Dann hat die Navy hier auch einige Terroristen wohl ausgemacht und erschossen. Gleich danach, als es dann aber hieß, die Situation sei jetzt geklärt, kam wieder ein Alarm. Also die Unsicherheit ist hier sehr groß und man darf auch nicht vergessen, dass der ganze Süden, also ein breiter Gürtel um den Gazastreifen herum, auch noch als militärisches Sperrgebiet abgegrenzt ist, das man nicht betreten soll, und man sieht aus gutem Grund.